Willkommen zu unserer heutigen Neuling-Anfänger-Tour hier im nördlichen Pfälzerwald bei Bad Dürkheim. Und da warten 67% Singletrail-Anteil heute auf 27 Kilometern. Höhenmetern wird es relativ entspannt. Haben wir nur 550 Höhenmeter geplant. Also am Ende werden es wahrscheinlich wieder 1000, wie immer. Nein, die meisten Wege sind S0, maximal S1. Es gibt gegen Ende gibt's eine flowige Abfahrt, relativ lang. Und wer später noch Bock hat, vielleicht ein, zwei Wurzel Uphills zu fahren, kann man fahren. Es gibt aber auch eine Umfahrung drumherum. Alles bedacht. Jo, dann satteln wir mal auf und fahren los. Irgendwann musste das ja auch bei mir passieren. Dass es an diesem Tag passiert ist, ja, nennen wir es Schicksal. Das Gute ist, dass ich den Akku nicht geladen habe, dann fahre ich nicht so schnell vor. Wie konnte das denn passieren? Keine Ahnung. Ich dachte, ich hätte ihn geladen. Ich habe 19%. Ich habe jetzt ein leichtes Fahrrad, das tritt sich wie ein Biobike. Ja, ja. Rotierende Masse ist das Stichwort. Rotierende Masse. Ich weiß auch, wie es mir passiert ist. Bei der letzten Tour hatte ich ja Probleme mit meinem Reifen, weil der undicht war. Ja. Mein Kettenblatt war locker. Das hat mich so genervt, dass ich das zuerst gefixt habe, statt den Akku zu laden. Wie gesagt, 12 Leute heute. Und Akku nicht geladen. Super. Gut, dass es nicht so weit heute ist. Ignorieren wir einfach mal mein akutes Problem mit dem Akkumulator und konzentrieren uns auf diese Tour, diese Anfängertour. Im Nachhinein wurde mir vorgeworfen, ich hätte mehr einplanen sollen, sich zum Einrollen, zum Warmfahren. Da waren wohl die 30 Meter auf dem Parkplatz nicht gut genug. Und dieses Feature hier für den Start ist auch etwas, ja, nicht gut gewählt. Absteigen und schieben ist kein Problem. Rutti, rutti. Die Spaß haben wollen, fahren vor. Ja, in der nächsten Kreuzung anhalten. Und genau so einen Trail habe ich mir vorgestellt für diese Anfängerrunde. Wir haben kein sehr großes Gefälle, es ist noch relativ flach. Wir haben ein paar kleine Wurzeln, um den Kick ein bisschen zu erhöhen, weil es soll ja auch nicht komplett glatte Forstautobahn sein. Und man haben links und rechts vom Trail, geht es einfach nicht steil den Berg runter, wo man einfach schon Höhenangst bekommt. Was natürlich auch nicht fehlen darf, sind die klassischen Uphill-Trails. Hier ein kleiner, entspannter Trail zum Warmwerden. Ist natürlich ohne Motorunterstützung schon eine etwas anstrengende Sache. Der ist jetzt ohne Akku. War ohne. Echt? Ohne. Ich habe mich jetzt mal nach hinten eingereiht, weil ohne Motorunterstützung und die Übersetzung von dem E-Bike ist halt schon, ja, sehr lang und es macht Uphills nicht so wirklich Spaß. Leichte Steigungen sind noch okay, zwar anstrengend, aber alles andere kriegt man halt ohne Unterstützung fast nicht hin. Such dir deine Linie aus, die du rollen möchtest, passiert nichts. Hast genug Bremsweg da hinten. Jetzt hast du mal fliegen lassen. Das hat jetzt Spaß gemacht, oder? Ja. Linie suchen, einfach rollen lassen. Sehr schön.
Erster Gang ist drin. Naja, pedalieren wir mal. Ja? Fahrt weiter. Fahrt einfach weiter. Ist total entspannt. Ist völlig klar, dass du dir was anhören musst. Immer noch ein Fahrrad. Ich werde gleich wieder in den Schiebemodus gehen. Das wird mir eine Lehre sein. Ich froh, dass das Fahrrad leichter ist. Erinnert mich mal einer dran, dass ich den Dämpfer wieder soft stelle, wenn es runter geht. Ja, ich mach mal Pause. Ich mach erstmal kurz Pause, Mann. Fahr weiter. Ich kann überlegen, ob wir die Gruppen jetzt aufteilen sollen, weil es macht keinen Sinn, dass die alle warten müssen. Na, die fahrt ihr weiter. Doch weiter? Hier runter? Ja, ihr fahrt weiter. Wir fahren jetzt zu viert. Wir machen eine eigene Gruppe aus der Gruppe. Ich denke, das war für alle Beteiligten die richtige Entscheidung meinerseits, das jetzt hier aufzusplitten. Wir vier sind zusammengekommen, also müssen wir jetzt mehr oder weniger zusammen fahren, um dann gegebenenfalls gleich abzukürzen. Wir kürzen ab. Das kann ich schon mal vorne wegnehmen, weil es passieren noch ein paar andere unvorhergesehene Dinge. Und machen wir uns nichts vor, ich hätte die 550 Höhenmeter ohne Akku-Unterstützung nicht geschafft. Ich habe mir das jetzt komplett aufgespart und am Ende, weil ich weiß, es kommen da noch ein paar krasse Anstiege, wenigstens etwas Unterstützung zu haben. Ja, ist der? Bock zu pumpen. Ah, immer die kleinen Problemchen hier. Eine Chaos-Tour. Es hat mir niemand gesagt, dass ich den Dämpfer wieder auf Weich stellen sollte. Der ist immer noch hart bei dieser Abfahrt. Wie man sieht und vielleicht auch hört, habe ich jetzt wieder den Motor aktiviert, weil wir haben uns entschieden, jetzt nach diesem schleichenden Platten und es hat noch angefangen zu regnen, wir hatten keinen Bock jetzt auf nasse Wurzeln und irgendwelche Abenteuer, so am Auto zurückzufahren und ja, deswegen nutze ich jetzt meine restliche Energie, die ich in dem Akku noch habe, um mich wieder den Berg hoch zu transportieren zu lassen von dem Fahrrad. Nein, man muss natürlich bei dem E-Bike auch selbst treten. Und wie der Zufall es wollte, haben wir noch die andere Gruppe getroffen. Guck mal, wer da kommt. Jumping Jack Flash. Ah, ja, ich hab vergessen, die Kamera anzumachen, Alex. Dann ist der Akku leer, hä? Oben habe ich noch dran gedacht, dann bist du Türen, mach die Kamera an. Ach, seid ihr das erst zwei Stück runtergefahren? Wir haben einstimmig abgestimmt. Drei Stück haben gesagt, wir fahren es, also sind wir es gefahren. Wir haben alles richtig gemacht, es regnet jetzt schon relativ stark. Wir haben abgebrochen, der Tag heute war einfach nichts. War ein gutes Konditionstraining. Was lerne ich da draus? Den Akku laden. Irgendwann muss das ja mal soweit sein. Bin mal gespannt, was die anderen noch so treiben. Ist ja auch egal, du filmst einfach, was rauskommt, kommt raus. Genau, und jetzt ist er an. So, du drehst 180 Grad um. Du warst schon in der richtigen Richtung unterwegs, bloß neben dem Trail. Dann viel Spaß noch. Eigentlich sehe ich gar nichts mehr auf der Brille.
ganzen lustigen Kicker lässt er auf der Seite liegen. Das ist doch mal ein Pfälzer Waldtrail mit Flow. Egal, bis zur nächsten Tour.